Hallo und herzlich willkommen, hier ist Death Row und herzlich willkommen meine wundervollen Zuschauer zu einer weiteren Folge Sons of the Forest. Wir spielen weiter, wir sind immer noch dabei unser Ding hier zu bauen, unsere, ich nenne es Villa. Unsere wunderschöne Villa am Strand. Die Frage ist, welche Bäume nehmen wir uns jetzt als nächstes vor? Wir könnten uns die da oben tatsächlich vornehmen. Weil ich glaube, jetzt die hier nehmen oder die, läuft aufs ziemlich ähnliche heraus. Wir werden uns eh nicht davor, also wir werden eh die ganzen Bäume hier wegreißen müssen. Also ich glaube, das wird noch ein, also ich glaube so 2-3 Folgen, würde ich sagen, dauert es noch locker, wenn man die jetzt mit reinrechnet, vielleicht sogar 4, aber ich glaube 4 Folgen müsste realistisch sein. Ich versuche natürlich größtenteils, das irgendwie, ja, die ganzen Baumfell-Arien und wenn wir die Bäume transportieren und so, das versuche ich euch natürlich ein bisschen kompakter zusammenzuschneiden, weil das ist jetzt nicht das Interessanteste irgendwie. Ist natürlich sehr angenehm als Zuschauer, dass man die Teile so ein bisschen jetzt rausbekommt. Vielleicht auch, dass wir hier oben mal so ein Seillift-Ding bauen. Falls wir hier ein paar Baumstämme oben behalten auch. Immerhin haben wir einen. Im Vorgänger ging es halt auch, dass man über die Seilrutsche Baumstämme transportieren kann. Ich weiß nicht, schaffen wir es irgendwie uns zwei zu grabben? Ja. Okay. Dann wollen wir es mal testen. Ich bin mir auch nicht sicher, sollen wir die vielleicht nicht, dass wir da runter... Vielleicht sollten wir die noch ein bisschen weiter nach hinten versetzen. Dass wir nicht ganz... Also, dass wir nicht genau auf die Kante irgendwie... Fände ich irgendwie ein bisschen cooler. Ja, ich hoffe, das funktioniert. Warum sollte man... Das will ich aber nicht. Das will ich so nicht. Vielleicht lieber so, hier den hier irgendwie. Ich weiß nicht genau, ob wir da unten dann auch noch so einen machen müssen. Ich habe keine Ahnung. Wir testen das gleich einfach mal. Weil wir haben das Ding ja jetzt noch gar nicht ausprobiert. Das fällt einfach genau auf unser Bauwerk jetzt rauf. Und das ist... Das war irgendwie angekratzt leicht. Von den Seilrutschenpfeilen haben wir relativ viel. Hallo? Entschuldigung? Ey! Ich kann es auch nur dir raten, dich einfach zu verziehen, mein Freund. Alter! Kein Benehmen mehr. Diese Inselbewohner von heute. Ups.
Ist das Ding hier irgendwie... Nö. Wir gucken jetzt einfach mal wieder, wie das so... Ist das hier unsere... Aua! Wo bist du? Oh, und der hat uns fast getötet auch noch. Da gibt's auch gleich eine ganze Dose Pillen. Das ist auch immer eine gute Idee. Manchmal hört man auch, wie er die kaut. Das ist auch bestimmt richtig... richtig gesund. Bin mir voll unsicher, wie das funktioniert. Sollen wir es einfach mal testen? Sollen wir da unten vielleicht auch nochmal so ein Ding bauen? Wir können ja nicht weiter anscheinend als bis hier. Sollen wir erstmal runtergehen? Einmal testen. Ich gehe jetzt erstmal einmal runter. Und da bauen wir auch nochmal so ein Teil und dann gucken wir, wo uns das hinführt. Alter! Ganz ruhig bleiben. Kollege Schnürschuh. Zack. Toll, wir können wieder nur eintragen. Aua. Dann würde ich mal sagen, wir gucken einmal, wie weit wir mit dem Ding schießen können. Hier. In etwa bei dem Treibholz auf der Höhe. Okay, machen wir das mal hier hin. Ich weiß ja noch nicht mal, ob das so funktioniert. Keine Ahnung. Aber Versuch macht klug. Ja, schön ist das nicht. Aber es soll ja auch nur funktionieren. So, mal gucken. Ja, doch, genau so hatte ich mir das auch vorgestellt. Jetzt können wir da hoch. Ja, geil. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal gut, dass wir das machen können. Jetzt eine wichtige Frage. Können wir damit Holzstämme versenden? Weil das wäre natürlich... Okay, ihr wisst jetzt, was das bedeutet, ne? Ihr wisst jetzt einfach, was das bedeutet. Wir werden uns jetzt hier eine Möglichkeit bauen. Okay. Wie weit ist die Range mal wieder? Müssen wir auch nochmal kurz auschecken. So, müssen wir nachladen. Okay, also wieder hier bis zum Treibholz. Das hilft uns ja auf jeden Fall schon mal. Ich hoffe... Im Prinzip könnten wir sogar noch mal ein drittes Mal das auch noch machen. Aber wir gehen jetzt erstmal schlafen. Weil jetzt haben wir natürlich
Jetzt können wir da oben alles fällen, alles zu der Seilrutsche hinbringen. Na, Kelvin. Und... könnten sogar hier nochmal so ein Ding hinmachen. Dann können wir eventuell... können wir aufeinander stapeln. Genau. Und ich schätze mal, das reicht ja auch. Also noch ein kleines Stück können wir das verschieben. Oh, wir müssen noch was essen. Wir haben noch MREs. Und wir können auch noch ein Energy trinken. Das soll der falsche Geiz. Wir sind bloody. Ich weiß nicht, macht das irgendwas, wenn wir bloody sind? Ich habe keine Ahnung. Es war natürlich nicht viel. Teilweise können wir uns das ja auch noch... oder sollen wir es so lassen? Weil wir müssen ja eh... ja, wir lassen das so. Komm. Ist das jetzt der vordere oder der hintere? Okay. Wir schießen es von da ab. Das ist ja mega geil. Muss man ja jetzt einfach mal sagen, ne? Dadurch haben wir einige Plackerei weniger. Können wir die Scheiße einfach direkt dahin senden. Wir müssen das nicht mehr mühselig transportieren. Ja, cool. Das freut mich mega doll. Weil das war so nervig jetzt schon. Und das war so ein kleines Stück nur, was wir überbrücken müssten, mussten. Aber jetzt können wir das einfach alles darüber senden. Wir können da oben alles fällen und die direkt hier runterschmeißen. Und selbst das Runterschmeißen, das sorgt ja dafür, dass das da irgendwo sonst wo landet. Jetzt können wir das direkt hierhin senden und dann... fliegt das hier nicht mehr in der Weltgeschichte rum. Jetzt können wir vielleicht auch ein bisschen effizienter das schaffen. Cool. Cool, dass das jetzt schon geht. Oh, zum Glück haben wir das Seilgewehr uns geholt vor ein paar Folgen. Das macht das sehr angenehm. Weil dann gehe ich jetzt gleich... gehen wir direkt gleich nochmal wieder darauf, fällen übertrieben viele Bäume, schicken die runter, schicken die von da aus gleich weiter und gucken mal, wie weit wir kommen dann mit der Taktik an einem Tag. Da hätten wir auf jeden Fall schon ein bisschen nervige Arbeit uns ersparen können. Dieses dumme Blocks hin und her getrage ist nämlich schon nervig. Ich finde, so im Singleplayer ist es alles, also ich finde, man hat jetzt nicht so krasse Nachteile. Oder es ist jetzt nicht so nervig, im Gegensatz, wenn man das mit mehreren spielt. Aber das Bauen ist wesentlich schwerer. Weil so kannst du halt mit drei Leuten, kannst du den Wald so schnell roden. Kannst hier sowas, selbst wenn du die Seilrutschen noch nicht hast, kannst du halt richtig schnell auch Baumstämme transportieren, bauen. Diese Basenbau ist mit mehreren Leuten einfach... wer irgendein Survival-Crafting-Game schon selbst gespielt hat, weiß, um wie viel effizienter es ist, umso mehr Leute man hat. Nein! Bleib da! So. Man kann die Seilrutsche aber leider nicht mehr endlos lang machen. Das war früher natürlich in dem vorigen Teil richtig lustig. Du konntest einfach... da hinten das aufbauen. Okay, dann gehen wir jetzt nach oben.
ein Fan hier bei mir. Wir müssen nur aufpassen, ihr habt ja eben gesehen, dass das, wenn da ein Baum rauffällt, kann man halt die eigenen Strukturen auch zerstören. Also versuche ich das so ein bisschen zu vermeiden, dass es dahin fällt. Hier wird sie eh runterkullern. Also falls es denn da... Oder auch nicht. Naja, aber wir können es ja runterschicken. Wir können uns ja jederzeit, wenn wir hier alles abgeforstet haben, könnte man nochmal eine Seilrutsche tiefer in den Wald reinmachen, um noch effizienter halt das wieder transportieren zu können. Die Stämme. Mega geil. Vielleicht schaffen wir es so tatsächlich einen gesamten, also die gesamte Struktur mit Boden zu belegen in der Folge. Könnte ich mir fast schon vorstellen, dass das möglich ist. Waren wir hier oben eigentlich schon mal? Nicht wirklich, ne? Haben wir uns auch noch gar nicht umgeguckt. Könnte man vielleicht auch mal irgendwie in Angriff nehmen. Mal gucken, was hier oben so ist. Ob hier überhaupt irgendwas ist. Ich habe jetzt auch gerade überlegt, wenn man diese Möglichkeit hat. Man könnte ja wahrscheinlich so eine Plattform im Wasser auch bauen und dann Wasser überqueren per Seilrutsche. Eventuell. Müsste das ja gehen eigentlich. Aber wir könnten jetzt gleich mal schon mal nach unten gehen. Da machen wir mal. Da lagen jetzt noch 4. Sind die despawned? Why? Warum sind die hier despawned? Oh, warum despawnen die denn, Leute? Was soll die Scheiße? Ne, das finde ich nicht gut. Das finde ich auf gar keinen Fall gut. Das macht, verpasst dann jetzt einen Dämpfer. Oh ja. Weil wie viel hatten wir da rüber gesendet? Das waren schon einige. Oh Mann! Das nervt ja. Nö, warum die spawnen die denn? Oder haben die irgendwie die Dorfbewohner jetzt weggeklaut? Oh, das ist ein Dämpfer. Weil die Bäume wachsen ja auch nicht nach. Das heißt, die Ressourcen sind weg. Oh Mann. Und da lagen, also wir haben schon ein paar rübergeschickt, ne? War jetzt nicht super wenig. Es waren nicht nur 2 oder so. Aber jetzt, wo wir das wissen, ist es auf jeden Fall, kann man damit arbeiten, dass man jetzt nicht allzu viele Logs schon gleichzeitig verarbeitet, sondern immer so etappenweise das dann macht. Zum Glück haben wir da jetzt nicht noch wesentlich mehr verarbeitet. So, hinterher. Früher hier jetzt auch wieder welche, die spawnen. Oder sind es schon welche weg jetzt? Ich weiß es nicht. Hoffe nicht. Hoffe es einfach nicht. Okay, das geht ja aber doch ganz flott eigentlich. Ich hatte gedacht... Ja gut, ganz flott ist jetzt auch nochmal Auslegungssache. Wir können ja einmal kurz den... 2 haben uns noch gefehlt hier vorne. Können wir ja einmal kurz dran machen. Eventuell sogar noch eine Reihe nach hinten ran, ne? Wir machen jetzt erstmal die Bodendinger fertig. Aber es ist ja auf jeden Fall schon mal gut, dass wir die Seilrutsche haben und dadurch es ein bisschen einfacher haben, was die Baumstämme hierher bekommen angeht. Ich weiß auch nicht genau, woran es jetzt lag im Endeffekt. Wahrscheinlich, dass wir zu weit weg sind von den Baumstämmen. Ich könnte mir vorstellen, eventuell, dass die jetzt da oben vielleicht auch gleich schon weg sind. Ich weiß es nicht. Müssen wir gleich mal nachtesten. Oder dass wir die zuletzt mit der Seilrutsche geschickt haben und nicht
sie berührt haben, sage ich mal. Weil wenn man sie jetzt in der Hand hat und wegwirft, hatte ich bis jetzt noch nicht die Erfahrung, dass da irgendwas verschwunden ist. Könnte ja sein, dass sie irgendwie einen anderen Zustand vom Spiel her gesehen irgendwie na, anders angesehen werden, wenn wir sie jetzt einfach über die Seilrutsche transportieren. Wer weiß. Oh, eventuell schaffen wir es in der Folge, den gesamten Boden hier zu machen. Also mindestens die Hälfte. Unter der Hälfte gehen nach Hause. Raste ich aus. Und ihr wisst, wie schnell ich ausraste. Okay. Das war's ja dann. Können wir wieder zurück. Kann nochmal auf den Berg gehen, gucken, ob die auch gespawnt sind jetzt. Der eine, der hier im Wasser gelandet ist. Sind das noch mehr? Scheint es nur der eine gewesen. Gehen wir nochmal kurz nach da oben und... Bei sowas bin ich mir immer sicher. Sind das noch Dorfbewohner oder war das Mutant? Die Grauen haben wir auch noch nicht ein einziges Mal gesehen. Nervige Geschichte. Das will man nur eintransportieren können. Laut! Blöder Wind. Also die sind ja offensichtlich nicht gespawnt. Okay, wir können immer noch nur eintransportieren. Happy Birthday. Beinahe wäre ich hier runtergefallen. Das war aber, glaube ich, alles, was hier oben lag auf der Anhöhe. Okay. Dann schicken wir jetzt wenigstens die einmal Dach da vorne. Hoffe, dass da jetzt wenigstens nichts mehr despawned ist. Es muss ja mit der Anzahl wahrscheinlich zu tun gehabt haben, hoffe ich. Verarbeiten wir die da hinten nochmal, weil ich gehe jetzt nicht nochmal nach da oben und sorge dafür, dass die da hinten despawnen. Vergessen. Weil das würde jetzt hundertprozentig nochmal passieren, denke ich. Guck mal, wie weit die auch fliegen. Was bis hier vorne? Und ich glaube, morgen könnte es schon soweit sein, dass Winter ist. Eventuell wirklich noch einen nach hinten, ne? Na, ja, ja, ja. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Hier und da. Sorry. Dann würde ich sagen, so vielleicht 4-5 Bäume maximal. Und dann transportiert man die erstmal ab. Einer ist, glaube ich, runtergerollt gerade. Mache ich jetzt hier einfach mal die ja, und lass die hier auch bei uns in der Nähe. Da habe ich halt auch Schiss, dass wenn wir die jetzt schon anfangen einzeln zu versenden, dass genau dasselbe dann passiert, dass unten irgendwelche die spawnen, weil die zu weit weg von uns sind. Ich gehe jetzt einfach kein Risiko mehr an. Und wir werden jetzt erstmal all das regnet Baumstämme. Den da vorne noch und dann senden wir die einmal los. Ja, jetzt bin ich paranoid auch noch, was das angeht. Wir werden hier schon von den Dorfbewohnern andauernd beklaut. Dauernd brechen die bei uns in die Hütte ein und machen die kaputt und so eine Geschichten. Also haben wir auch noch das Problem. Die Stämme einfach despawnen. Als hätten wir es hier nicht schwer genug auf dieser Kackinsel. Aber er ist eigentlich auch voll geil. Er soll hier den Milliardär finden und suchen. Wir sind ja offensichtlich bei... Das ist mir halt auch nochmal aufgefallen. Am Anfang, der Milliardär heißt ja mit Nachnamen Huffington. Und die Firma, für die wir arbeiten, ist ja Puffcorp. Also es ist auf jeden Fall die Firma von dem Milliardär. Und wir haben einfach gar nichts Besseres zu tun, als... hier irgendwelche Hütten zu bauen und Höhlen zu erforschen. Wir machen hier so unser eigenes
ja, unser eigenes Erlebnis Ding draus, anstatt den Typen weiter zu suchen. Okay, wenigstens können wir schon mal zwei wieder nehmen, das ist schön. Und auf diesen einen Brief, den wir das eine Mal gefunden haben, stand ja auch, dass die irgendwie diese Insel gekauft haben und irgendeine Pharmafirma halt aber auch auf diese Insel geboten hatte. Oder die war halt zu versteigern anscheinend. Puffcorp hat die dann überboten. Ich auch nicht. Das war jetzt nicht wirklich ersichtlich, was denn diese Information bringt. Aber es muss ja irgendwas von Interesse für Puffcorp hier gewesen sein, dass sie das überhaupt gemacht haben. Denke ich mal. Das ist schon alles merkwürdig. Man weiß ja auch nicht, was noch alles ins Spiel vielleicht den Weg reinfindet. Das ist ja jetzt noch so wie... Ich meine, es hat ein Ende, aber es wird noch ein Dreivierteljahr weiterentwickelt. Man weiß ja nicht, ob das auch noch Story... irgendwelche Story-Elemente sind, die da vielleicht auch noch reinkommen. Wäre ja alles möglich. Deswegen sträube ich mich auch so ein bisschen davor, das zu Ende zu spielen. Weil ich denke, wir spielen das jetzt zu Ende und vielleicht changen die dann nochmal richtig viel. Und man hat dann nicht mehr so die Motivation, das vielleicht nochmal zu spielen. Ich weiß es aber auch nicht. Kann ja auch erstmal gucken noch. Also für die Hütte brauchen wir halt jetzt auch noch ein bisschen. Aber es ist ja schon mal ein Fünftel ist es ungefähr. Schon mal abgedeckt, denke ich. Das ist jetzt der letzte Baumstamm, der da gerade lag, glaube ich. Und dann würde ich auch sagen... Ach nee, zwei. Drei sogar. Okay, dann schmeißen wir den einmal hier hin. Lag da oben noch einer? Nö. Ja, das sind nur Stümpfe. Okay. Also ich glaube, von der Anzahl her sieht das da unten ja ganz gut aus. Das sieht ja so aus eigentlich. Als wäre jetzt nichts verschwunden wäre. Hey! Wir haben Kollegen hier. Ey, ich sag's euch nicht gerne, aber... Haut ab! Mist. Ey, Alter, das ist so eine miese Rolle. Nein, wir können auch nicht unendlich... Oh, scheiße. Boah. Den haben wir. Der kann drei Schüsse, glaube ich, ab. Boah. Oh, hat er uns nicht getroffen. Mann! Oh nein, wir haben keine Pfeile mehr. Na gut, wir haben noch die ekligen Pfeile. Ups. Hey, Austern. Cool. Ja, wir haben jetzt einige Pfeile auch daneben gezimmert, aber zur Not können wir auch nochmal zum 3D-Drucker gehen. Oh, es wird jetzt aber rapide dunkel. Das ist ein Problem. Bin ich fast am verführt, mir hier ein Lager zu bauen, bleib mal hier zu pennen. Mache ich glaube ich auch, weil ich will nicht riskieren, dass die hier vorne die spawnen. Die sind so weit weg. Mann, jetzt mach das Ding da ran. Ja, wir machen das einmal kurz. Wir bauen hier einmal... Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich mir so ein Ding gebaut habe und nicht erstmal ins Baumenü gegangen bin. Sondern es direkt aus dem Inventar heraus gebaut habe, so wie das auch gedacht ist. Schaffen wir einmal. Mist, ich wusste es. Jetzt bau die Scheiße ab. Hallo? Ich
Weiß auch nicht, warum wir jetzt immer springen müssen. Wir haben auch Hunger. Ich kann einmal Tabletten nehmen. Das ist ja auch sowas wie Nahrung fast. Und Wasser haben wir auch noch. Vielleicht mal so eine Nudelsuppe. Das ist doch einfach trocken, ne? Ja, lecker. Kann immer noch nicht zwei nehmen? Ja, habe ich mir eigentlich gedacht. Virginia ist auch nie wieder aufgetaucht. Die hat die Nase voll von uns. Vielleicht, ich weiß nicht. Anscheinend haben wir komplett, unser Spielstand ist einfach super broken jetzt. Irgendwann probieren sie die nochmal wieder hierher zu locken, aber... Das ist ja auch Speicher, also wir können ja nicht, also selbst wenn wir neu laden, bringt es ja einfach gar nichts. Die ist jetzt weg. Super. Es freut. Weil sie eigentlich auch eine richtig gute Alliierte war, mit der Waffe auch. Die wir jetzt selber nicht mehr haben. Halt auch sehr ärgerlich. Oh, das ärgert alles hier, dass wir die hier nicht doppelt nehmen können, nervt. Dass Virginia weg ist, nervt. Dass die Bäume, die spawnt, sind, nervt. Und dass es jetzt Winter ist, nervt. Dass wir so viele Pfeile von verschwendet haben, nervt. Alles ganz schön nervig. Toll, ich dachte, wir können Kevin vielleicht irgendwie davor bewahren, jetzt nochmal im Schnee den ganzen Winter zu liegen, aber anscheinend nicht. Und vor allen Dingen, wenn wir mit dem Boden fertig sind, dann ist es ja auch nochmal... Dann ist es ja noch nicht damit getan. Nimm mal diesen blöden Stock weg. Wir müssen ja noch Wände, Dach, also... Oh mein Gott. Wir schaffen es in einer Folge anscheinend nicht mal halb fertig zu werden. Mit dem Boden. Na gut, das Gute ist, bei den Wänden müssen wir nur außen einmal rum. Und dann 5 Stämme hoch, denke ich mal. Eventuell auch nicht ganz, weil man könnte ja noch sowas wie eine Veranda oder so vielleicht irgendwo einbauen. Das heißt, man muss auch nicht komplett den Außenrahmen irgendwie einmal umrunden. Und jetzt können wir auch wieder 2 tragen. Ich will mich nicht drüber beschweren, aber mal zwischendurch ist und dann wieder nicht. Keine Ahnung, wie wir das triggern. Hat es vielleicht mit unseren, wenn wir nicht genug gegessen haben oder sowas, damit zu tun? Könnte natürlich auch sein, ne? Wenn man keine Power mehr hat oder so. Oder zu müde ist vielleicht auch. Ich weiß es nicht genau, müssen wir mal drauf achten. Eventuell ist es ja auch gar kein Bug, sondern dass man zu müde ist. Ich weiß es nicht. Wäre denkbar, denn, dass man dann vielleicht nur einen Lock tragen kann. Aber ich glaube, wir konnten auch schon, wo wir richtig fertig sind, 2 Loks tragen. Fragen über Fragen. Oh, da hinten ist einer hinten lang gerollt. Okay. Nö, ich würde das gerne hier hin haben. Was ist das? Ist das halb fertig? Knapp halb fertig, ich glaube. Ja, wenn wir die Reihe hätten, wäre es, glaube ich, halb fertig. Oder? Sehe ich das verkehrt? Ich weiß es nicht. Man kann es auch so, wenn man nah dran ist, so schlecht sehen. Naja, dann würde ich sagen, gehen wir gleich nochmal kurz hoch. Eventuell versuchen wir mal kurz, Möwen uns zu killen. Ja, okay. Hier ist auch wieder ein Seil. Ah, können wir eh nicht tragen.
Hallo? Auf wo ist denn die jetzt? Die liegt doch hier. Ich hasse den Schnee einfach. Kann so schlecht den Boden sehen und alles. Bei Sons of the Forest ist es genau andersrum, als es in der Wirklichkeit ist, weil so mag ich Schnee eigentlich richtig gerne. Ist einfach immer noch da oben. Wir haben halt gar keine Ausdauer, weil uns kalt ist. Also so Hellrüstung wäre halt richtig gut, wenn wir die schon hätten. Wir hier einfach die ganze Zeit sitzen, ist auch ein bisschen traurig. Nein, nicht das Lied schon wieder. Schnell weg! Da war doch einer, oder nicht? Hier oben ist doch gerade eben einer gelaufen. Oder? Hey, ich würde dich ja hier einfach lassen, aber... Oh nein, auch schon wieder in die Klöten, glaube ich. Tut mir leid, es tut mir leid. Das war nicht so gemeint. Ist nicht persönlich. Der einzige, ne? Oh ja, okay, es ist... Entweder wird es nicht angezeigt richtig, aber es ist ungefähr erst ein Drittel. Vielleicht rendert es auch noch nicht in der Distanz so gut, aber... Mal schauen. Hört ihr das? Meine Zähne klappern, glaube ich. Habe ich schon ein paar Mal vorher gehört und auch wahrgenommen, aber ich habe es jetzt nicht nochmal erwähnt gehabt. Aber ich glaube, seine Zähne klappern tatsächlich, wenn ihm kalt ist. Obwohl, jetzt steht ja auch nicht, du bist nass und dir ist kalt. Auch komisch, dass manchmal da steht. Und na gut, es hat geschneit eben, glaube ich. Vielleicht hat es damit was zu tun gehabt. Weiß das aber auch nicht genau. Wollen wir die jetzt schon da runter schicken? Versucht hier so ein bisschen so hinzuschmeißen, dass die vielleicht nicht da... Oh, das ist echt knäpplich. Okay, dann würde ich sagen, war es das jetzt erstmal für den Haufen. Oder vielleicht den hier vorne noch. Falls da überhaupt... eventuell kommt da gar kein Baumstamm bei rum. Müssen wir mal kurz sehen. Oh doch, könnte sein, weil der braucht relativ viele Schläge. Ich glaube, das ist dann einer, wo Lok da rumkommt. Ja, okay, cool. Haben wir nochmal 4. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Und dann schicken wir die nach unten. Eventuell ist es echt so, dass man vielleicht, wenn man müde ist oder schafft, dass man nur einen tragen kann. Ich weiß es nicht.
müssten wir mal drauf achten. Ja. Mal gucken. So, zack. Zack. Vielleicht, wer weiß, vielleicht hat es echt damit zu tun. Weil man erschöpft ist, dass man auf einmal nur noch zwei eintragen kann. Es würde ja Sinn machen, es wäre plausibel. Oh mein Gott, das ist so viel Arbeit. Vielleicht hätten wir doch lieber eine kleinere Hütte uns bauen sollen. Aber nein! Wir müssen uns auch behaupten zwischen den Eingeborenen. Wir müssen auch sehen, ey, da steckt was dahinter. Das ist nicht nur einfach. Aber wer guckt, die kleine Hütte da hinten, nehmen die gar nicht ernst. Die wollen die gleich kaputt machen und denken, voll mickrig. Aber so ein großes Moment, das schüchtert die vielleicht auch so ein bisschen ein. Mal gucken, wie viel das jetzt ist. Da bin ich gespannt. Da fehlt uns noch ein halber. Und egal, wie weit wir jetzt kommen, wir werden in der nächsten Folge, also ich denke mal, ich werde jetzt nicht nochmal losgehen in den Wald oben Bäume holen, sondern wir werden in der nächsten Folge nochmal auf die andere Seite der Insel und gucken, ob wir vielleicht nochmal eine Höhle erforschen gehen. Eventuell finden wir da ja was Nützliches. Weil ich dachte, das ist so ein bisschen abwechslungsreicher, denn als die ganze Zeit jetzt bauen. Natürlich kommt man so auch immer nur schwer voran. Weil ich meine, ich habe jetzt fast. Ich schneide ja auch ein bisschen was raus. Und insgesamt waren das jetzt 3 Stunden Aufnahme. Und ich denke mal, dass es doch ein bisschen cooler ist, wenn wir dann nochmal zwischendurch auch was anderes machen, als ganze Zeit nur stumpf das weiterbauen. Halbfertig dürfen wir jetzt auf jeden Fall sein. Der Inselwahnsinn, oder wie man es auch immer nennen will. Die Inselparanoia. Ich immer denke, irgendwo kommt gleich einer und kickt mich weg oder so. Weiß nicht, wie ich auf so eine komischen Absurditäten kommen könnte. Ist ja sonst vorher noch nie passiert. Oh mein Gott. Aber langsam kann ich auch nicht mehr. Das ist das halt auch nochmal. Es ist sehr zermürbend, finde ich, so stumpf die ganze Zeit immer nur Bäume zu fällen, Bäume hier zu platzieren. Man hat ja nicht mal diesen, sag mal, Architekten-Stuff. So da, am Anfang hatte man ja wenigstens noch so ein bisschen, ja, okay, wo legt man das hin, wo macht man das hin? Das ist ja jetzt einfach nur stumpfe, fast Fließbandarbeit, sag ich mal. Alter! Okay, wir gehen jetzt einmal nach oben. Gucken uns das Geschaffene an. Schaffen wir es? Nee. Ich wollte gerade sagen, schaffen wir es vielleicht mal eine Folge zu beenden, ohne angegriffen zu werden, aber da sind die auch schon. Ey, Digga, wie überlebt man sowas? Kann ich mal kurz meinen Pfeil wieder haben? Okay, wir müssen hier weg. Calvin! Ja, jetzt stehst du auf, jetzt stehst du auf, ne? Unglaublich, der Typ. Wir haben auch nicht irgendeinen Nachteil jetzt dadurch, dass wir gestorben sind, oder? Ja, schneid dich doch mal los vielleicht. Vielleicht ist das eine Maßnahme.
Was machen die öfter? Das ist ein Hobby von denen anscheinend. Kannst mal sehen. Und der läuft da einfach trotzdem immer noch. Ja, wir sind total low an Leben und müssen da jetzt an unseren Rucksack ran, während der daneben steht. Das Problem war halt auch, dass... die Medikamente natürlich nicht so schnell wirken. Die brauchen ja ein bisschen um uns. Ja, nicht mit dem Finger drauf zeigen, was machen dagegen. Wie kann das denn überleben, Mann? Es bringt einfach so überhaupt gar nichts. Er ist durch seine Mutantenrüstung komplett geschützt. Wir haben ihn ja auch eben... Ey, die Pfeile sind aber auch eine Lachnummer. Ja, dann komm nie wieder her. Lass sie hier nie wieder blicken. Lass sie aus der Leere sein. Ja, wir müssen uns unbedingt mal so ein 3D-geprintetes Pfeillager anlegen. Dass wir uns auf Vorrat mal so ein paar Pfeile holen. Haben wir Pfeile hingelegt? Haben wir Pfeile hingelegt irgendwo? Nee, ne? Das Einzige, was wir nicht wirklich eingelagert haben. Wir können aber noch mal... Das ist so der Sound der 80s ein bisschen. Ich denke mal, Calvin ist das und er ist tot. Na, du Affe. Dass man den nicht mit Waffen ausrüsten kann, das macht mich auch total fertig. Na gut, dann würde ich sagen, war es das für die Folge. Wir haben ja jetzt ein bisschen was geschafft. Ich konnte jetzt gar nicht... Na gut, da gehen wir noch einmal kurz darauf. Das müssen wir uns jetzt einmal kurz von oben noch angucken. Ist ja auch ein bisschen... Ja, die hauen auch ab, tatsächlich. Ja, halb fertig sind wir auf jeden Fall. Ich glaube, das ist die Hälfte, wenn nicht sogar... Ne, ich glaube, das ist genau die Hälfte, ne? Wir sind halb fertig mit den Bodenplatten. Also immerhin, was will man mehr? Würde ich sagen, war es das. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Schauen. Ist ja nicht allzu viel passiert. In der nächsten Folge geht es wieder ans Eingemachte, dann werden wir auf jeden Fall da in den Teil der Insel, werden mal in die Höhle reingucken, die wir, glaube ich, noch gar nicht gesehen haben. Und eventuell kriegen wir auch, Virginia auch nochmal dazu, hierher zu kommen und uns vielleicht ein bisschen zu unterstützen, wäre auch ganz nett von ihr. So einfach die Knarre abstauben und dann sich nie wieder blicken lassen, das ist ja auch nicht die feine Engelstart. Okay, dann hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin, wie immer, habt eine schöne Zeit. Ciao.